Schönen guten Morgen zusammen. Wir sind hier wieder bei der Gedankenfahrt. Hier ist euer Dennis. Das Thema heute ist ein Thema, was mir wieder im Code-Management vor Augen geführt worden ist. Stellt euch mal vor, ihr kennt einen Menschen, der hat immer Angst, dass sein Herz stehen bleibt, dass er verlassen wird von seiner körperlichen Kraft, dass er, wenn er sich anstrengen muss, zusammenbricht, weil sein Kreislauf, sein Herz ihm Sorgen macht. Und genau das ist schon die Beschreibung, an welchem Mangel dieser Mensch leidet. Dieser Mensch hat oft im Laufe seines Lebens Erfahrungen gemacht, die ihn trennen. Erfahrungen, die ihn trennen von der Selbstsicherheit und der Bewusstheit, dass er auf sich vertrauen kann und auf das Gegenüber. Er ist quasi dorthin geleitet worden, sich zu entwickeln, dass er ein Einzelkämpfer sein muss. Und dieser Einzelkämpfer achtet dann vollkommen unbewusst nicht mehr auf die Dinge, die seinen Körper, seinen Kreislauf, seinem Geist und seiner Seele die richtigen Nährstoffe gibt. Das richtige Material, um wachsen zu können, zu dürfen und zu erblühen. Es gibt Theorien, dass Pflanzen mit ihren Duftstoffen, ja, ähnlich der Pheromone von uns Menschen und Tieren, Einfluss nehmen auf unsere Stärke, auf unser Bewusstsein, auf unser Wohlbefinden. Ich glaube, jeder kann es bestätigen, wenn er an einer Blume riecht, die ihm gefällt, dass das etwas in seinem Gedankengut, in seinen Gefühlen verändert. Und zumal oft zum Positiven. Denn wir haben seltenst irgendwas mit positiven Blumeranten, Düften zu tun, die negativ sind, oder? Hast du da ein Beispiel? Schreib mir in die Kommentare. Es ist wie der Vergleich mit den Emotionen in den verschiedenen Momenten unseres Lebens. Wir haben diese Emotionen in den Momenten unseres Lebens, ja, eingespeichert, ganz tief in uns. Und das verändert auch unser Erbgut. Unser Erbgut ist das Wichtigste, was uns den Grundbaustein gibt, unseren Körper mit dem Geist zu verbinden. Wenn dieser Körper krank wird, dieses Erbgut, weil wir es geerbt haben und das auch in unserem Leben. Wir vererben in unserem Leben jede Tätigkeit, jede Aktion, jede Reaktion, jedes Gefühl, jede Emotion an die nächste Zelle. Schön zusammengefasst, oder? Mach dir mal ein Bild drüber. Alles, was wir tun, hat direkten Einfluss auf das, ja, was wir sind. Denn wir sind ein lebender Organismus, der sich stetig entwickelt, der stetig Informationen von einer Seite zur anderen bringt, ja? Der stetig in einem Energiefeld ist, was miteinander arbeitet. Arbeitet, ganz wichtig. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team aus Billionen, Trazillionen, unendlich vieler Teilchen. Ja? Viele nennen sie auch Zellen, dann kommen da noch Atome und sonst was alles, woraus wir bestehen. Und Sachen, die wir wahrscheinlich noch nicht mal sehen und verstehen. Und wenn diese Sachen, um wieder zum Herz zurückzukommen, ja, durch negative Emotionen, durch negative Erfahrungen, durch negative Mangelsachen, die du aufgenommen hast, so beeinflusst werden, dass sie geschwächt werden, ja, zuerst kann es kompensiert werden. Ja? Du denkst dir, das geht schon wieder vorüber. Mach einfach weiter, mach einfach weiter, mach einfach weiter. Aber dieses einfach weitermachen, so ignorant und so krass es ist, bringt dich nicht weiter. Denn irgendwann sagt dein Körper, ich bin nicht mehr heiter. Ja, ich habe echte Probleme, ich habe Schwierigkeiten. Guck mal hier und da. Und dann Herzklabastern, Herzstolperer, hier ein paar Stiche, ja, da ist die Bewegung schwieriger. Und das sind Zeichen.
Das sind Zeichen, die sehr lange ignoriert worden sind, aber jetzt von deinem Körper an deinen Geist über das Unterbewusstsein in dein Bewusstsein gekommen sind. Und dann bekommst du Panik, weil du ignorant warst. Du warst so ignorant, ja, alles wegzudrücken, was dein Körper dir schon von Anfang an in kleinen Etappen gesagt hat, ja, dass du jetzt nicht mehr die Erfahrung aufgenommen hast. Ja, du hast ja im Laufe deines Lebens Erfahrungen gesammelt und du kannst diese Erfahrungen aber nicht mehr in deinem Bewusstsein aufnehmen, ja, was jetzt die richtige Reaktion darauf wäre. Und dann läufst du zum Arzt, ja, weil du Panik hast. Und dieser Arzt, der sagt ja, sie haben Folgendes und jenes, sie müssen ihnen Blutverdünner geben, weil, ja, warum? Weil sie Schwierigkeiten haben mit ihrem Herzen, es ist zu schwach. Und wenn das Blut zu dick ist, dann muss es natürlich auch viel mehr pumpen. Die Frage ist aber, was der Grund war. Und alle Gründe, ja, die nicht gelöst werden, die erzeugen irgendwann wieder diese Probleme. Denn die meisten Ärzte, ja, die bohren nur ein Loch in den Fass und sagen dann, ja, jetzt kann es ja nicht mehr oben überlaufen, ne, weil wir unten ja schon ein Ventil gesetzt haben. Ja. Aber wo läuft denn die ganze Grütze hin? Ja. Wenn wir mal in die Zellen, in deinen Körper, in deinen Organismus schauen, in Bezug zum Auslaufen und zum Verteilen von Schwierigkeiten, zum Kompensieren von den diffusen Mängeln, die wir aufgenommen haben, dann kennt ihr das bestimmt auch. Durchlässiger Darm, Leaky Gut, ja, Bauchprobleme, ihr habt Fettansammlungen in eurem Gedärm, in eurem Bauchraum und unter der Haut, in den Zellen. Und das alles sind Sachen, die einfach nur ausgelagert worden sind. Ausgelagert, ja, von den lebenswichtigen Sachen, die dich am Laufen halten. Und diese Kompensationskraft an Schlacken und Giftstoffen, die weg von den wichtigen Organen gehalten werden, die werden irgendwann versagen. Und wenn die versagen, dann hast du die Schwierigkeit, dann stehst du da. Was machst du denn, wenn die Leber, die Nieren, ja, wenn dein Herz versagt? Irgendwann machst du nichts mehr. Dann bist du einfach hin. Ja? Darum ist es wichtig, dir die richtigen Sachen rauszusuchen, um wieder auf ein Niveau zu kommen, wo dein Körper merkt, wow, wir sind in der Heilung, wir kommen vom Stress runter, die Angst wird weniger, die Frustration, das Leid. Ich kann den ganzen Kram rausdrücken, ich freue mich so, yeah. Und wenn das passiert, ja, dass du den ganzen Kram rausdrückst, dann haben die meisten Menschen noch ein Problem. Ja, oh mein Gott, ich kriege Pickel. Da kommt irgendwas raus. Wieso habe ich auf einmal so viele Pickel? Wieso habe ich, weiß nicht, hier Schorf überall? Ja? Was sind das hier für trockene Hautprobleme? Warum fallen mir die Haare aus? Ja. Graue Haare ist auch so ein Faktor. Ja? Graue Haare bekommt man meistens, habe ich mitgelernt, wenn man einen Stresspegel erreicht hat, ja, und dadurch auch einen Vitamin-D-Mangel. Da versucht man durch die grauen Haare mehr Sonnenlicht anzuziehen. Aber was machen wir? Wir färben diese Haare schwarz, ja, und schmieren uns Sonnencreme drauf, weil wir Angst haben vor dem Sonnenbrand. Unproduktiv. Mach dich mal schlau. Ich habe es gehört und ich gehe davon aus, dass es so ist. Meine grauen Haare sind damals weniger geworden, ja, aber irgendwann ist die Kompensation dann nicht mehr so da und dann ist das echt schwierig. Dieser Mann da schmeißt ziemlich frustriert die Tüten hin und her. Da weiß man auch nicht, wie man da reagieren soll, wenn der über die Straße läuft. Ui. Das ist auch so ein Faktor. Jeder braucht ein Ventil, ja. Ob es jetzt die schweren Einkaufstüten sind, die man ziemlich heftig hin und her schmeißt, während ein Autofahrer sensibel an einem vorbeifährt und man lauthals irgendwelche, ja, Schimpfwörter um sich wirft. Das sind auch Ventile. Ja, wenn wir oft fluchen, dann haben wir die Schwierigkeit, dass wir Unterbewusstsein diesen Stresspegel, ja, von uns leiten möchten. Aber dieses Fluchen bringt eigentlich nur noch mehr Stress mit uns. Ja? Geht in die Meditation. Das ist ganz wichtig. Meditation ist ein wichtiger Faktor. Und wenn wir es merken, dass wir durch unser Bewusstsein wieder Einfluss nehmen auf unseren Kreislauf, ja, und die Regenerationsfähigkeiten unserer Zellen, dann haben wir, wenn wir früh genug anfangen, eine sehr gute Chance, diese ganzen Problematiken, die unseren Organismus belasten, zu lösen. Denn wir entgiften jeden Tag und dieses Entgiften ist wunderbar, auch wenn du mal einen Pickel hast hier und da. Ich mache gerade, mache ich demnächst auch ein Video zu, ja, eine heftige, ja, technische, experimentelle Versuchsreihe mit mir, indem ich Melatonin, Silizium und auch ein paar andere Dinge, die ich dann euch nennen werde, ja,
zur richtigen Zeitpunkt, am richtigen, ja, ich sag mal, Bereich in meinem Leben, Zustand einnehme, um weiter zu entgiften, die Zirbeldrüse zu entlasten, uns frei zu machen, damit man wieder mehr heilen kann. Und ich habe keine Angst davor, wenn ich hier Pickel bekomme und Sachen mit der Haut rauskommen. Ich laufe nicht zum Arzt und sage, dann gucken Sie mal, was macht man denn da? Ja, ja, da müssen wir Antibiotika nehmen. Ja, sie haben ganz, ganz schwierige Sachen da oben. Ja, das kanalisieren sich irgendwelche Sachen, die nicht so vorteilhaft sind. Ja, da können wir aber sonst nichts machen. Ja, genau. Und dann glaube ich nicht, dass, wenn wir immer auf andere hören, die richtige Entscheidung treffen für uns. Darum testet es einfach mal. Lasst eurem Körper die Zeit, die Mechanismen durchzuziehen. Der Eiter und die kränke Kacke muss raus, Leute. Die muss raus aus eurem Körper. Und die Wege, wie es rauskommt, die kennt ihr gar nicht. Ihr seid euch dessen gar nicht bewusst. Und wenn ihr euch dessen bewusst werdet, wie der Kram rauskommt, ja, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ja, alles Faktoren, um etwas rauszubringen. Wir wollen den ganzen Kram von unserem System hinaus befördern. Ja? Und dann spuckst du mal irgendwas Ekliges aus. Du hustest mal, du keuchst mal, du hast überall Pickel. Ja? Und es sind Schwermetalle, die ausgeleitet werden und andere Giftstoffe, die halt ja, über die Epidermis nach außen getragen werden. Und wenn das funktioniert, ist das gut, aber du musst dich fragen, wo es herkommt. Und wenn du immer mehr nachstopfst von diesem giftigen Krempel, dann sagt dein Körper irgendwann, geht's noch? Was machen wir denn jetzt hier? Ich komme nicht mehr klar. Und dann hast du die Schwierigkeiten. Also mach dir mal Gedanken, wie du mit deinem Organismus umgehst, welche Mechanismen du überhaupt hast, um zu reinigen, um zu heilen. Ja? Und in dem Bereich sagt euer Dennis, ich wünsche euch Spaß, haut rein, jetzt geht's ins Code-Management. Und ja, ich muss mich etwas beeilen. Also teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Ich hoffe, ich habe euch hier wieder etwas inspiriert. Ne? Und jetzt kommt das Outro. Und du darfst gerne auch beim Persönlichkeitsstammtisch teilnehmen. Die Bücher schauen. Ja, die Bücher, die werden im Text unten angezeigt. Und ich würde mich super freuen über ein Feedback und eine herzliche Grüße von dir. Bis dann, dein Dennis. Bleib gesund.